Die Deutschen unter ihnen kennen sie bereits zur Genüge. Die ewig vorgehaltene Schuld an den Taten der eigenen Vorfahren. Wer es heute wagt, Flagge, auch im wörtlichen Sinne, zu zeigen und sich für die Interessen von Deutschen einsetzt, wird zugleich in die rechte Ecke gestellt, mit allerlei Diffamierungen gebrandmarkt und sozial geächtet. Auf Facebook einen falschen Post zu liken oder die eigene, wenn auch politisch unkorrekte Meinung zu äußern, kann schnell die Arbeitsstelle kosten und sich existenzbedrohlich auswirken. Wer sich mit der eigenen Geschichte auseinandersetzt und sich erlaubt, das staatlich verordnete Narrativ zu hinterfragen, muss nicht lange auf rechtliche Konsequenzen warten. Frei ist die Meinung eben nur dort, wo sie sich innerhalb gesetzlicher, immer enger gestrickter Normen befindet. Sonst wird sie zum Straftatbestand mit Aussicht auf Gefängnis. Unsere viel gelobte Meinungsfreiheit ist mittlerweile vergleichbar mit der Freiheit eines Schafes innerhalb eines eingezäunten Feldes. Was für alle Deutschen die Alleinschuld am Zweiten Weltkrieg und den damit verbundenen Taten einiger weniger Vorfahren darstellt, ist für den Westen, sprich für alle Weißen, das Dogma der historischen Alleinschuld an der Sklaverei. Schuldzuweisung ist ein hervorragendes, wie auch psychologisch äußerst perfides Instrument zur Durchsetzung eigener Interessen. Gleichwohl, ob in einer Beziehung gegenüber dem Partner oder in der Politik gegenüber dem eigenen Volke. Unsere historische Schuld hat uns bewogen, die Existenz Israels zu einem Teil unserer Staatsräson zu erklären. Das ist moralisch richtig, enthält aber eine über das bloße Bekenntnis hinausgehende Verpflichtung. Im Ernstfall einer existenziellen Bedrohung Israels an dessen Seite zu kämpfen und unter Umständen auch zu sterben. Schuldige müssen büßen und dürfen sich somit nicht mehr wehren. Ein schuldiges Volk wie das deutsche oder eine schuldige Gesellschaft wie die westliche muss ebenso büßen und wird unter dem Joch aufoktroyierter Schuld jeglicher Wehrhaftigkeit beraubt. Und so empfiehlt es sich, wie bei der deutschen Geschichte, auch bei der Sklaverei, die ideologischen Scheuklappen abzulegen und, über den politisch korrekten Tellerrand hinweg, etwas genauer hinzusehen. Denn, so alt wie die Menschheitsgeschichte, wurde der menschenverachtende Brauch der Sklaverei mit einzelnen Ausnahmen von allen Völkern, Kulturen und Zivilisationen seit jeher und in schier unvorstellbarem Ausmaß praktiziert. Muslime haben bereits hunderte Jahre vor dem ersten europäischen Sklavenschiff ihren totalitären Herrschaftsanspruch auf dem afrikanischen Kontinent ausgeweitet und gleichzeitig Abermillionen von Schwarzafrikanern geraubt, versklavt und in die weite Welt verschifft. Weit mehr als die Europäer. Bei diesen Raubzügen nach menschlichem Nachschub spielten Afrikaner selbst eine tragende Rolle. Unter dem Druck islamischer Erpressung, selbst versklavt zu werden oder andere Stämme zu bekriegen und zu versklaven, und oder aus schlichten Profitinteressen, haben Afrikaner in großer Zahl dazu beigetragen, den afrikanischen Kontinent in weiten Teilen zu entvölkern. Wie erwähnt, bereits lange vor den Europäern. Auch dass, wohlgemerkt laut jüdischen Geschichtsbüchern, Enzyklopädien und Rabbinern, Juden eine zentrale Rolle im transatlantischen Sklavenhandel gespielt hätten, scheint ein unbekanntes oder allzu gern vergessenes Detail in der heutigen, politisch korrekten, zensierten Geschichtsschreibung zu sein. Diese Umstände relativieren in keiner Weise das durch Europäer geschehene Unrecht und Leid, entlarven jedoch die politisch und medial propagierte Unterstellung einer westlichen, weißen Alleinschuld und die dahinterliegende Agenda, westliche Nationen mit Migranten zu fluten und, gesetzlich verordnet, zu diversifizieren. Wie sonst ließe sich der EU-Beschluss vom März 2019 mit dem Titel »Die Grundrechte von Menschen afrikanischer Abstammung« erklären, welcher, begründet auf der europäischen Schuld am Kolonialismus und transatlantischen Sklavenhandel, Menschen afrikanischer Abstammung zahlreiche Sonderrechte einräumt und damit die heimische Bevölkerung zu Bürgern zweiter Klasse degradiert. Laut diesem Beschluss sollen unter anderem die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass, Zitat, Migranten, Flüchtlinge und Asylbewerber auf sicheren und legalen Wegen in die EU einreisen können. Zitat Ende. Für Afrikaner soll ein staatlicher Plan für die Beteiligung ethnischer und rassischer Minderheiten am Erwerbsleben, also ein Quotensystem, festgelegt werden.
Auch seien Afrikaner angeblich auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert, weshalb der Staat dafür Sorge tragen müsse, dass diese nicht länger in räumlicher Absonderung in einkommensschwachen Gebieten mit schlechter Qualität und engen Wohnverhältnissen leben müssen. Ein Schlag ins Gesicht für alle Obdachlosen in Europa. Ebenso solle die Geschichte der Menschen afrikanischer Abstammung in die Lehrpläne der Schulen aufgenommen werden. Um welch einseitiges Geschichtsbild es sich dabei handelt, muss wohl nicht weiter erläutert werden. Wer sich mit der von der EU verordneten Umerziehung nicht abfinden will, soll als sogenannter Hassverbrecher von den Behörden erfasst, untersucht, verfolgt und bestraft werden. Hingegen soll es der Polizei und Geheimdiensten verboten werden, bei der Strafverfolgung, der Terrorismusbekämpfung und der Einwanderungskontrolle Täterprofile zu erstellen, die auf eine dunkle Hautfarbe hinweisen. Vielmehr sollen die Beamten verpflichtend an Antirassismus-Schulungen teilnehmen. Diese und zahlreiche weitere Maßnahmen werden der europäischen Bevölkerung von gewählten Volksvertretern verordnet, die es ihnen sogar ins Gesicht sagen, so wie etwa Nicolas Sarkozy im Dezember 2008. Quel est l'objectif? Ça va faire parler. Mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le 21e siècle. Ce n'est pas un choix. C'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. Nous devons changer, alors nous allons changer. On va changer partout en même temps, dans l'entreprise, dans les administrations, à l'éducation, dans les partis politiques. Et on va se mettre des obligations de résultat. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Wie wir sehen, werden diese Gesetze in Form des oben beschriebenen Beschlusses und des kürzlich verabschiedeten Migrationspakts bereits in Vollendung umgesetzt. So münden all diese von westlichen Völkern hingenommenen Maßnahmen in der Auflösung europäischer Identität, Kultur und Völker, beziehungsweise schlicht in der Zerstörung Europas und der übrigen westlichen Nationen. Unter anderem auf Basis systemisch aufoktroyierter Schuldkomplexe wie der Sklaverei. Diese Ausgabe soll Ihnen als weitere Grundlage dienen, das Ziel der einseitigen Geschichtsklitterung zu erkennen und die Systematik dahinter zu verstehen. Auch wenn Europäer beträchtlich an der Sklaverei beteiligt waren und wir damit auch nicht hinter dem Berg halten, waren sie bei weitem nicht die Ersten, die Einzigen oder die Letzten. Wie aus unserer umfangreichen Ausgabe mit nachprüfbaren, seriösen Quellen hervorgeht, war die Sklaverei ein fester Bestandteil sämtlicher Kulturen. Doch die Europäer waren die ersten und einzigen, die der seit Jahrtausenden existierenden Sklaverei flächendeckend ein Ende setzten. Nicht nur in den USA oder Amerika, sondern auch in Afrika. Warum werden dann gerade und einzig die Weißen zu den Tätern erklärt? Warum wird nur von ihnen, den einzigen Befreiern, Wiedergutmachung gefordert? Ist das nicht ironisch und gar grotesk? Seien Sie kein Sklave des Schuldkults. Machen Sie sich nicht zum Werkzeug marxistisch motivierter Rassenunruhen wie durch Black Lives Matter in den USA und womöglich bald in Europa. Mehr dazu in unserer nächsten Ausgabe über Black Lives Matter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihre Express-Zeitung. Brain! We stand at a critical point in history. Give black people their rights, or we will burn this country to ashes.